Genau. Was hat der Perseverance Rover auf dem Mars, der vor kurzem erst gelandet ist, mit der Lokalisierung und dem Mapping von autonomen Fahrzeugen bei uns auf der Erde zu tun? Damit haben wir letzte Woche die Vorlesung geschlossen. Damit heute ganz herzlich willkommen an alle zum zweiten Termin über Lokalisierung und Mapping. Der dritte Termin insgesamt in der Vorlesung Softwareentwicklung für autonomes Fahren. Die Antwort auf die Frage werden wir in ein paar Minuten haben. Ganz kurz am Anfang nochmal zur Einordnung. Wo stehen wir? Wie gesagt, wir werden heute aufbauen auf den letzten Termin, Lokalisierung und Mapping 2. Wir werden uns am Ende schon mal mit Sensordaten befassen, die in der Übung auch mal live anschauen. Und nächste Woche geht es dann mit der Detektion eben auf den Sensordaten weiter, wie ich mich damit nicht nur lokalisieren kann, sondern auch andere Fahrzeuge, andere Objekte in meiner Umgebung erkennen kann. Hier ganz kurz der Aufbau. Erstmal gibt es einen kleinen Rückblick, was letzte Woche passiert ist. Und dann werden wir uns vor allem mit dem SLAM-Algorithmus befassen. SLAM ist grundsätzlich Simultaneous Localization and Mapping. Was das bedeutet, was dahinter steckt, das werden wir uns heute anschauen. Genau. Kleiner Rückblick nochmal. Was ist letzte Woche passiert? Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was sind eigentlich Sensordaten? Warum gibt es da Unsicherheiten? Wie kann ich damit umgehen? Grundsätzlich nehme ich in den meisten Fällen Sensorwerte als Gauss-Verteilungen um einen Mittelwert an, wobei die Varianz, beziehungsweise im mehrdimensionalen Fall die Kovarianz, eben die Unsicherheit angibt. Dann haben wir uns noch angeschaut, was haben wir für Möglichkeiten, unsere Umwelt zu repräsentieren, um eben Karten zu erstellen, in denen wir uns später dann wieder lokalisieren können. Heute werden wir die beiden Sachen dann zusammenbringen und schauen, wie wir denn aus Sensorsignalen diese Maps erstellen können und uns dann darin lokalisieren können. Das sieht eigentlich ganz ähnlich aus wie letzte Woche. Wir sind immer noch sehr am Anfang des Software-Stacks, werden heute aber mehr weggehen von den Fahrzeugzustandssensoren, mehr in Richtung Umfelderfassungssensoren, Kamera, LIDAR vor allem. Genau, hier nochmal veranschaulicht. Also heute wollen wir wirklich in den Kalman-Filter, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, nochmal den Schritt weitergehen. LIDAR-Sensoren, Kamerasensoren vor allem mit einbringen, damit unsere Umgebung erfassen, alles irgendwie zusammen in einen Algorithmus werfen und am Ende damit Karten erstellen, in denen wir uns lokalisieren können. Zunächst mal, was ist eigentlich das Grundproblem, das dahinter steckt? SLAM-Problem, Simultaneous Localization and Mapping, ist erstmal nicht so intuitiv, weil wir Menschen, wir machen das ganz automatisch, immer in dem Moment, in dem wir eine unbekannte Umgebung sehen. Wenn wir in einen Raum reinkommen das erste Mal, dann wissen wir direkt, wir schauen uns einmal um, wir können abschätzen, wie sieht der Raum aus, was hat der für Merkmale, wo stehen Tische, wo stehen Türen und wo befinden wir uns in diesem Raum. Der Punkt ist, beides bedingt sich aber gegenseitig. Das heißt, ich brauche ja meine eigene Position, um zu wissen, wie weit von mir entfernt sind denn die einzelnen Objekte. Zum anderen brauche ich aber auch irgendwie die Umgebung, um meine Position angeben zu können. Weil ich ja schlecht sagen kann, ich befinde mich absolut hier, sondern ich mache das immer relativ im Raum anhand meiner Umgebung. Ist jetzt ein bisschen schwer vorzustellen. Jetzt schließen wir die Lücke zum Mars Rover. Da wird es ein bisschen klarer. Wir versuchen, einen Roboter, ein Fahrzeug auf einem Planeten zu platzieren, den wir noch nicht gesehen haben. Die besten Maps, die es vom Mars gibt, sind Radarkarten aus den 80er Jahren. Trotzdem möchten wir natürlich sicher gehen, dass wir nicht im nächsten Graben hängen bleiben und damit mehrere Milliarden Entwicklungsgelder verschwenden. Das heißt, wir sind in einer uns gänzlich unbekannten Umgebung, in der wir uns lokalisieren müssen und im gleichen Zeitschritt auch eine Karte erstellen. Wie das Ganze dann aussieht, schauen wir uns einfach mal im Video an. Genau, man hört jetzt schon, dass Kamera- und LIDAR-Daten verwendet werden, um die Relation zur Oberfläche zu schätzen, damit die Position zu bestimmen und eben schauen, wo sind geeignete Landeflächen.
Was man auch hört, es wird laufend die Geschwindigkeit geschätzt. Genau, beispielsweise hier 3,3 Meter pro Sekunde. Was da zum Einsatz kommt, sind wahrscheinlich ganz ähnliche Algorithmen wie die, die wir uns letzte Woche angeschaut haben. Also ich bin relativ sicher, dass da auch ein paar Kalman-Filter verwendet werden, um den Zustand im Landeanflug schätzen zu können. Genau, also man hört, sie haben jetzt einen geeigneten Landeplatz gefunden, ohne dass die Oberfläche vorher bekannt war. Und jetzt wird eben das Navigationssystem gestartet. Das heißt, der Rover wird dahin manövriert, wo er entsprechend landen kann. Also, die Mission war erfolgreich. Man hat entsprechend trotz der unbekannten Umgebung einen geeigneten Landeplatz gefunden und den auch anvisieren können, weil eben sowohl die Umgebung, die Karte, als auch die Ego-Position bekannt waren. Wie sieht das Ganze aus? Wie messen wir überhaupt Position? Wie können wir unsere eigene Position aus der Umgebung bestimmen? Dazu möchte ich kurz mal zurückgreifen aufs GPS oder GNSS-Funktionsprinzip. Die Grundidee ist, ich messe Laufzeiten, Signallaufzeiten zu Satelliten. Damit kenne ich die Abstände und so versuche ich meine Position zu messen, zu bestimmen. Wenn ich jetzt, ich habe das Ganze jetzt mal in den zweidimensionalen Raum projiziert, eben damit es von der Veranschaulichung her ein bisschen besser funktioniert. Wenn ich jetzt nur einen Satelliten habe, dann weiß ich, ich bin irgendwo auf einem Kreis, beziehungsweise im dreidimensionalen wäre es eine Kugel, mit dem Abstand D1, den ich mehr oder weniger messen kann, um diesen Satelliten. Wenn ich zwei Satelliten habe, habe ich zwei Schnittpunkte. An jedem von diesen zwei Schnittpunkten kann sich theoretisch meine Position befinden. Wenn ich jetzt noch einen dritten Satelliten mit dazu nehme, habe ich nur noch einen einzigen Punkt im Raum, der sämtliche Bedingungen erfüllt. Und ich weiß, dass sich mein Ego-Fahrzeug genau in dieser Position befinden muss. Natürlich habe ich jetzt wieder Unsicherheiten drin. Das heißt, wenn ich in Realität vielleicht nicht drei, sondern 5, 6, 7 Satelliten habe, deren Position oder den Abstand zu denen ich kenne, dann habe ich natürlich eine gewisse Redundanz und kann damit einen Anteil der Unsicherheit eliminieren. Die Grundidee des SLAMs ist eigentlich ganz ähnlich. Ich versuche irgendwie Fixpunkte im Raum zu finden, zu bestimmen und anhand dessen meine Position in Relation zu denen zu bestimmen. Ich habe das hier jetzt einfach mal ganz einfach veranschaulicht, indem ich sage, okay, wir nehmen jetzt nicht mehr Satelliten, die im Weltall sind, sondern vielleicht drei Bäume in unserer Umgebung. Müssen natürlich keine Bäume sein, es sind einfach Fixpunkte, die ich aus meiner Umgebung extrahieren kann und eben wiedererkennen aus verschiedenen Winkeln, in verschiedenen Positionen. Was damit wichtig ist, ist eigentlich so der Unterschied zwischen Feature und Landmark, gerade wenn es um SLAM geht, hört man die beiden Begriffe relativ häufig. Ein Feature ist eigentlich nur ein Merkmal in einem Bild, in einem 3D-LIDAR-Datensatz, das ich
stark abhebt. Wie ich das jetzt extrahiere, kommt von meinem Algorithmus an. Also es können beispielsweise, wir sehen es später nochmal, es gibt da verschiedene Feature-Extraktionsmethoden. Es können zum Beispiel besonders eckige Gegenstände auf Kamerabildern sein, Pfosten in LiDAR-Point-Clouds oder sowas. Diese Features versuche ich dann von Frame zu matchen und wiederzuerkennen. Wenn ich die entsprechend mehrmals wiedererkannt habe, dann trage ich sie in meine Karte ein. In dem Moment wird dann aus einem Feature eine Landmark. Das ist so der grundlegende Unterschied. Hier ist jetzt einfach mal beispielsweise Orb-Features an einer Aufnahme aus einem Datenset gezeigt. Das heißt, es ist jetzt erstmal relativ abstrakt für uns zu erkennen, was denn ein Feature ist. Auf der rechten Seite ist dann eine Karte, die ich mit diesen Daten aufgebaut habe. Das heißt, so wird dann aus diesen einzelnen Features werden Landmarks. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen von der mathematischen Perspektive an. Grundsätzlich ist es jetzt relativ ähnlich zu letzter Woche zum Kalman-Filter. Was haben wir wieder für Inputs? Zum einen haben wir die Ego-Controls, können jetzt beispielsweise die Gaspedalstellung sein, der Lenkwinkel, sprich die Sachen, die ich als Ausgänge ans Fahrzeug schicke, womit ich das Fahrzeugverhalten physikalisch beeinflusse. Zum anderen bekommen wir verschiedene Sensormessungen zurück in unserem Messvektor Z, kennen wir auch schon. Kann jetzt zum einen, wie letzte Woche gesehen, IMU-TNSS-Daten sein. Heute wollen wir das aber ein bisschen auch noch erweitern, um Kameradaten, LiDAR-Point-Clouds und so weiter. Was wir jetzt letzte Woche schätzen wollten, das war unser Zustand X, der quasi nur vom Fahrzeug an sich und dem zeitlichen Zusammenhang abhängt, eben unter den Controls, die ich raussende und den Messungen, die ich reinbekomme. Heute möchten wir ein bisschen weitergehen. Kann jetzt, hier ist es mal als Pfad betitelt, weil wir meistens eben, wenn wir vom SLAM reden, von der Lokalisierung, von der Pose des Fahrzeugs reden. Theoretisch kann ich hier auch noch Geschwindigkeiten, Beschleunigungen mit reinnehmen. Das heißt wieder der Fahrzeugzustand, der eben zeitabhängig ist. Und zum anderen möchte ich noch eine Karte der Umgebung schätzen. Die Karte der Umgebung ist jetzt wie hier einfach mal eine Menge an T verschiedenen Landmarks, die ich eben wieder erkannt habe und in diese Karte eingetragen habe. Wie ich jetzt so einen Pfad bestimmen kann, das haben wir uns letzte Woche schon mal angeschaut. Das heißt, da haben wir einen Bayesian Filter verwendet. Heute möchten wir eben dann noch die Relation zur Umgebung mit reinnehmen, die Karte mit reinnehmen. Wie das Ganze aussieht, schauen wir uns dann heute an. Wir werden sehen, dass es eigentlich gar nicht so viel anders ist und dass wir auch mit diesen Bayesian Filter-Methoden da schon relativ weit kommen und auch in Teilen dieses Problem tatsächlich schon lösen können mit einem Lösungsansatz. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze dann im Raum aussieht, dann habe ich eben eine gewisse Umgebung, die wird jetzt hier, wie gesagt, durch meine Landmarks, die hier mit M für Map bezeichnet werden, abgebildet. Und ich habe den Zustand des Ego-Fahrzeugs in jedem Zeitschritt. Hier starten wir jetzt mal bei T-1, das heißt im vorherigen Zeitschritt. Was man hier noch sagen muss ist, wir haben jetzt hier einfach mal die Umgebung, nehmen wir jetzt mal nur durch zwei Merkmale an. In der Realität sind es natürlich im Normalfall viel, viel mehr. Es kommt natürlich darauf an, wie ich eben diese Landmarks extrahiere. Das ist jetzt relativ mal ein relativ abstraktes Beispiel, nur zur Veranschaulichung, wie diese Methodik grundsätzlich funktioniert. Das ist letztendlich genau das Gleiche, was wir uns letzte Woche schon angeschaut haben, was wir schon kennen. Wir haben unsere Motion Control Inputs, die uns eben Aufschluss darüber geben, wie sich das Fahrzeug verhalten wird. Wir haben ein gewisses Modell des Systems, das uns eine Motion Prediction geben wird, die eben zum einen davon abhängt, was ich für Signale ans Fahrzeug schicke. Kann ich mit reinnehmen, muss ich nicht, je nachdem, wie ich meinen Filter aufbauen möchte. Und zum anderen habe ich noch Sensor-Inputs. Die Sensor-Inputs mappen quasi oder sie zeigen mir, wie sich mein Fahrzeug verhält. Hier sind wir wieder bei der bedingten Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir können nicht direkt messen, wie sich das Fahrzeug verhält. Wir können nur über Sensormessungen gewisse Rückschlüsse drauf ziehen. Was wir hier jetzt eben haben, ist, wir haben Sensoren, die die Umgebung wahrnehmen. Das heißt, unser Messvektor Z hängt von unserer Umgebung ab.
Sehr klar, wenn ich jetzt ein Kamerabild in einer Umgebung mache und in einer anderen, dann werden es komplett unterschiedliche Daten sein. Ist jetzt bei einer IMU beispielsweise nicht so. Wenn ich mit einer gewissen Beschleunigung nach vorne fahre, dann ist es erstmal unabhängig davon, wo ich das denn tue. Und das ist letztendlich so der große Unterschied im Vergleich zum herkömmlichen Kalman-Filter, wenn ich dann den Schritt in Richtung SLAM gehen möchte. Genau, wir haben dabei zwei Modelle. Zum einen das Motion-Modell, das Bewegungsmodell. Das ist letztendlich eine Vorwärtsintegration, beziehungsweise über eine Vorwärtsintegration kann ich da sehen, im Zeitlichen, wie sich das System verändern wird. Haben wir uns letzte Woche angeschaut, wir können dann dabei verschiedene Modelle nutzen, Punktmassenmodelle mit zum Beispiel konstanter Beschleunigung und Drehrate, die wir einfach mal annehmen. Und zum anderen haben wir ein Observation Model. Wir haben uns letzte Woche mal angeschaut, wie wir jetzt IMU-Beschleunigungsdaten auf die Position mappen können. Das funktioniert einfach über eine doppelte Integration der Beschleunigung. Dann komme ich auf die Position. Beim GNSS habe ich einfach einen Faktor von 1, der mir meine Messdaten auf die Position mappt. Wie das Ganze dann aussieht, wenn ich jetzt Kamera- oder LiDAR-Daten habe, das ist dann der große Unterschied, den wir heute beleuchten möchten. Und jetzt kommt letztendlich so der große Unterschied. Was wir letzte Woche gesehen haben, war eigentlich das alles bis hierhin. Also alles, was oben drüber liegt. Das heißt, unser System hat sich in der Zeit fortbewegt. Wir haben in jedem Zeitschritt Control-Signale bekommen, die wir ans Fahrzeug schicken. Und zum anderen haben wir Sensormessungen reinbekommen, die uns Rückschlüsse über die Änderung des Fahrzeugzustands geben. Das heißt, die einzelnen zeitlichen Schritte waren erstmal entkoppelt voneinander. Sie hatten keine räumlichen Zusammenhänge. Und das ist genau der große Unterschied zu heute, zum SLAM. Heute haben wir dann beispielsweise Landmark M1, die hier in zwei Zeitschritten erkannt wird. Und darüber können wir Rückschlüsse ziehen, wie wir uns im Raum bewegen, beziehungsweise eben wie der Zusammenhang zwischen dem Zeitlichen und dem Räumlichen ist, was ja genau unser Pfad ist, den wir letztendlich bestimmen möchten. Ist wie gesagt hier jetzt ein bisschen eine abstrakte Darstellung, weil wir nur eine Landmark haben, die jetzt in zwei Zeitschritten erkannt wird. Wir werden es uns später nochmal anschauen. In echt sind es deutlich, deutlich mehr. Aber das ist eben das Funktionsprinzip, das grundsätzlich dahinter steckt. Und so läuft es eben zeitlich immer weiter. Ich habe in jedem einzelnen Zeitschritt meine Messsignale, die eben von der Umgebung abhängen. Und die vor allem auch räumlich voneinander abhängen. Das heißt, ich habe hier in Realität noch viel, viel mehr Landmarks, die teilweise auch in mehreren Zeitschritten erkannt werden. Und damit kann ich dann abschätzen, wie ich mich relativ zu diesen Landmarks bewege, was ja letztendlich genau mein SLAM-Problem ist. Die Landmarks stellen meine Umgebung dar und über diesen zeitlichen Zusammenhang sehe ich, wie ich mich in Relation dazu bewege und befinde, sprich mein Pfad und meine Position oder Pose. Das Interessante ist, dass ich, wie auch letzte Woche schon gesehen, eigentlich die Sachen, die ich wissen möchte, was ja eben zum einen meine Zustände X, zum anderen meine Umgebung M ist, die kann ich jetzt nicht direkt messen. Das Einzige, was ich messen kann, sind eben meine Control Inputs, die ich ans Fahrzeug gebe, beziehungsweise die messe ich nicht, die kenne ich, weil ich sie ja selbst bestimme. Und zum anderen meine Sensor Inputs. Wie lösen wir jetzt das Problem? Naja, ein Ansatz beispielsweise ist, wie wir es ja letzte Woche gesehen haben, das ist ja letztendlich genau das, was der Kalman-Filter macht. Der Kalman-Filter ist ein Zustandsbeobachter, der es uns eben erlaubt, gewisse Zustände zu beobachten, die wir nicht direkt messen können. Wir haben das letzte Woche mit der bedingten Wahrscheinlichkeit uns überlegt, ist hier genau das Gleiche. Ja, wir haben auch wieder diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Wovon hängt die jetzt ab? Ja, das sind zum einen meine Messwerte Z in jedem einzelnen Zeitschritt und die Controls U ebenfalls in jedem Zeitschritt, wobei ich die nicht unbedingt brauche. Das heißt, ich kann das Ganze theoretisch auch ohne diese Signale lösen. Was möchte ich bestimmen, was ich aber nicht direkt messen kann? Das ist zum einen mein Pfad, sprich mein Systemzustand X
über der Zeit und zum anderen meine Umgebung, sprich die Karte M, die natürlich sich zeitlich nicht ändert. Wir haben es letzte Woche die Annahme getroffen, wir gehen mal davon aus, dass die Umgebung starr bleibt, denn wenn sich unsere Umgebung auch noch zusätzlich um uns herum ändert, dann funktioniert der herkömmliche SLAM-Algorithmus leider nicht mehr. Soweit mal zu dem Problem, das wir eigentlich mit den Ansätzen, die wir heute sehen, lösen möchten. Ich hoffe, es war soweit klar verständlich. Falls es irgendwo Fragen gibt, gerne kurz die Hand heben und melden. Alles klar, im Folgenden möchten wir uns dann anschauen, was gibt es jetzt für Ansätze, diese Problemstellungen, das SLAM-Problem, sprich wie kann ich mich gleichzeitig lokalisieren und eine Karte erstellen, zu lösen. Letztendlich kann ich das in zwei Probleme unterteilen. Wir haben es ein bisschen schon so angesprochen, hier unterteilen wir es jetzt nochmal ganz klar. Die erste Frage ist, wie kriege ich irgendwie diese Relationen zwischen der Umgebung und meinem eigenen Fahrzeug, meinem Ego raus. Wir möchten das Ganze jetzt auf Kamera- und LIDAR-Daten laufen lassen, sprich wir brauchen Sensoren, die unsere Umgebung erfassen. Jetzt haben wir es ja gesehen, ich kann über physikalische Zusammenhänge aus einer IMU beispielsweise Rückschlüsse ziehen auf meine Bewegung. Bei einer Kamera funktioniert das erstmal nicht, da die Kameradaten eben nicht direkt von meiner eigenen Bewegung abhängen. Das heißt, ich muss irgendwie aus den einzelnen Kamerabildern Informationen ziehen, die ich in den nächsten Kamerabildern wiederfinden kann. Das gleiche natürlich mit den LIDAR-Daten oder grundsätzlich mit den Sensordaten, mit denen ich das eben machen möchte. Ich brauche beispielsweise, wie wir es gesehen haben, diese Fixpunkte. Ich suche mir Fixpunkte in der Umgebung, die ich wiederum messen kann und die versuche ich dann in den einzelnen Zeitschritten übereinander zu legen und damit bekomme ich irgendwie diese Relation zwischen meiner eigenen Bewegung im räumlichen und eben auch im zeitlichen letztendlich und der zeitlich starren Umgebung. Die zweite Frage ist dann eher das Mapping bzw. die Pfadbestimmung. Das heißt, ich habe jetzt viele einzelne Messungen, wie ich mich relativ bewegt habe. Wie kann ich die jetzt alle gemeinsam optimieren? Ich möchte eine Karte meiner Umgebung erstellen, die möglichst genau ist und die nicht über Zeit wegdriftet, wie wir es letzte Woche gesehen haben, sondern die eben konsistent ist. Das heißt, ich möchte nicht nur in jedem einzelnen Zeitschritt letztendlich den Fehler minimieren, sondern den gesamten Fehler über den gesamten Zeitraum, in dem ich eben eine Karte aufzeichne und mich selbst lokalisiere, sprich den SLAM laufe. Das Ganze nennt man dann das Backend, weil es erstmal nicht direkt auf den Sensordaten läuft, sondern eben die Daten verwendet, die aus dem Frontend rauskommen. Wie kann man sich das Ganze jetzt mal ein bisschen veranschaulichen? Grundsätzlich haben wir ganz vorne als Eingänge die Sensordaten. Was ist das? Kann alles Mögliche sein. Es gibt auch Ansätze für Radar. In den Normalfällen sind es allerdings Kameradaten und oder LIDAR-Daten. Zusätzlich kann man natürlich auch noch IMU, GNSS, Wheelodometry, verschiedene Sensoren mit einbinden und die eben verwenden, um die Relativbewegung des Fahrzeugs zwischen den Zeitschritten besser schätzen zu können. Darauf haben wir dann das Frontend. Da müssen wir uns erstmal diese Features, diese Fixpunkte in der Umgebung finden, extrahieren. Und naja, wenn wir die in jedem einzelnen Zeitschritt extrahieren, hilft uns das erstmal nichts, sondern wir müssen immer auch sagen können, welches Feature von jetzt ist denn welches Feature im nächsten Zeitschritt. Denn nur das erlaubt uns ja, dass wir uns relokalisieren und eben unsere räumliche Änderung zwischen den einzelnen Zeitschritten schätzen können, indem wir eben diese einzelnen Fixpunkte wieder zuordnen. Die ganzen Constraints letztendlich, die wir dadurch generieren, das sind jetzt zum einen, okay, ich habe mich mit einer gewissen Unsicherheit vom letzten Zeitschritt zu diesem so viel vorwärts bewegt, was zum Beispiel aus der Odometrie rauskommt. Und dann habe ich noch gewisse Constraints, die eben aus meiner Umfeldwahrnehmung, aus der Feature Extraction und vor allem dem Feature Mapping, wo ich von Schritt zu Schritt sage, okay, vorher waren sie hier, jetzt sind sie hier, so habe ich mich bewegt. Da habe ich gewisse Constraints, die ich gesamtheitlich optimieren möchte. Dafür habe ich das Backend. Was es da für Möglichkeiten gibt, wie ich an die Sache rangehe, das werden wir uns im Folgenden dann nochmal anschauen und so die drei gebräuchlichsten Ansätze eigentlich vorstellen.
Ziel des Ganzen ist dann mein Slam Estimate. Was ist jetzt der Slam Estimate? Kommt drauf an, es gibt einen Online-Slam, Offline-Slam, ob ich jetzt eben den gesamten Pfad von mir wissen möchte oder nur die aktuelle Pose. Und zusätzlich muss ich natürlich eine Karte erstellen, innerhalb derer ich mich lokalisieren kann. Das sieht jetzt hier sehr übersichtlich, sehr getrennt aus. Wenn man sich da mal reale Umsetzungen anschaut, dann sieht man, dass teilweise die Grenzen nicht mehr ganz so klar zu ziehen sind. Teilweise fließen, was jetzt im Frontend, was zum Backend gehört. Es kommt immer dann auf den spezifischen Algorithmus und auf die spezifische Umsetzung an. Das ist nur mal so das grundsätzliche Funktionsprinzip, wie es dann abläuft. Genau, wie gesagt, gibt es jetzt verschiedene Ansätze, wie ich diese Optimierung im Hintergrund laufen lassen kann. Wir werden uns jetzt mal die drei gebräuchlichsten anschauen. Zum einen ist es der EKF. EKF sagt hoffentlich noch jedem was aus letzter Woche. Extended Kalman Filter, sprich die linearisierte Version des normalen Kalman Filters. Dann gibt es einen Partikelfilter, haben wir auch letzte Woche schon mal angerissen. Ich habe viele einzelne Partikel, die ich eben mit meiner Wahrscheinlichkeit, wo sie sich denn wie wahrscheinlich befinden, verteile. Und was inzwischen eigentlich so eine sehr häufige Umsetzung ist, warum und wie das funktioniert, werden wir uns noch anschauen. Das ist eigentlich die graphbasierte Optimierung, wo ich eben dann versuche, über meine einzelnen Zeitschritte alle Constraints in einem einzelnen Graphen gesamtheitlich zu optimieren. Im ersten Schritt möchten wir uns mal den EKF-Slam anschauen. Genau, EKF-Slam gibt es eigentlich schon relativ lange, Kalman-Filter, irgendwann seit den 50er, 60er Jahren. EKF-Slam tatsächlich auch schon seit den 80er Jahren, damals noch mehr ein relatives Problem oder ein relativ theoretisches Problem, sagen wir so. Heutzutage findet er immer mehr Anwendung, gerade in den letzten Jahren im autonomen Fahren. Damit hat auch der Algorithmus wieder geboomt. Er wird auch heute noch sehr häufig verwendet. Warum, werden wir uns noch anschauen. Vom Rechenaufwand her ist es in kleineren Umgebungen sehr limitiert. Wir haben letzte Woche gesehen, wie schnell man, wie einfach man mal einen Kalman-Filter aufbauen kann. Und das ist hier beim Slam eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, ich kann mit relativ wenig Mitteln schon mal ein funktionierendes Beispiel des EKF-Slam implementieren. Was nehmen wir hierbei jetzt an? Naja, wir gehen mal davon aus, dass wir die Korrespondenzen zwischen dem, was wir wahrnehmen und uns selbst schon kennen. Das heißt, die ganze Frontend-Sache nehmen wir jetzt mal als gelöst an. Das heißt, wir kriegen nur die einzelnen Landmarks oder Features rein und versuchen die dann eben zu mappen in den einzelnen Zeitschritten. Jetzt das Typische für den Kalman-Filter. Wir gehen jetzt hier eben wieder von der Normalverteilung aus, sprich einer Gauss-Verteilung. Wir haben es letzte Woche gesehen, die wird eben bestimmt über einen Mittelwert, μ und die Kovarianzmatrix. Und wir haben eben wieder diese bedingte Wahrscheinlichkeit, die wir ja bestimmen möchten. Also wir möchten wissen, wie wahrscheinlich bin ich wo und wie wahrscheinlich sieht wie meine Umgebung aus. Als Inputs habe ich wieder meinen Messvektor z und die Controls u in jedem einzelnen Zeitschritt. Der Zyklus ist letztendlich ganz ähnlich zu dem, wie wir uns letzte Woche angeschaut haben. Wenn wir jetzt nur, in Anführungszeichen, nur den Fahrzeugzustand bestimmen möchten und nicht unsere Umgebung. Wir haben eigentlich auch hier immer die Prediction und die Updates in jedem einzelnen Zeitschritt. Das ist genau das, was wir gesehen haben. Was hier jetzt noch dazu kommt, ist die Data Association. Eben weil wir ja diese räumlichen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zeitschritten haben. Wir können die jetzt nicht mehr als komplett isoliert betrachten, sondern wir müssen wissen, okay, welches Feature, das ich im vorherigen Zeitschritt gesehen habe, entspricht welchem Feature im aktuellen Zeitschritt? Wie kann ich damit dann, wie kann ich das matchen? Wie kann ich das wieder in die Karte eintragen? Daraus dann Landmarks generieren, die eben in meiner Karte hinterlegt sind, die ich in späteren Zeitschritten wieder finden kann,
zuordnen und mich anhand daran lokalisieren kann. Und der Zustandsvektor letztendlich ist jetzt nicht nur noch der Fahrzeugzustand X, sondern was jetzt zusätzlich noch dazu kommt, was wir ja auch bestimmen möchten, ist die Karte, hier als M dargestellt. Auch die ist natürlich mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Ist ja klar, die nehme ich auch durch Sensorsignale wahr. Jedes einzelne Sensorsignal hat ein gewisses Rauschen, eine gewisse Unsicherheit. Das heißt, auch die Karte, die ich erstelle, wird eine gewisse Unsicherheit haben. Wir haben jetzt hier im Normalfall keine linearen Systeme mehr. Das heißt, wir müssen linearisieren. Deswegen auch EKF, Extended. Das ist so der einzige Unterschied eigentlich zum normalen Kalman-Filter. Wie sieht das aus? Letztendlich haben wir eine Taylor-Linearisierung oder eine Taylor-Reihenentwicklung, die wir nach dem ersten Glied abbrechen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich habe irgendein System, das nicht linear ist, wie hier orange dargestellt, und da lege ich eine Tangente an. Im höherdimensionalen Fall sieht das Ganze ein bisschen anders aus, da muss ich dann eine Jacobi-Matrix berechnen, ist aber letztendlich genau das Gleiche. Genau, also die Linearisierung geschieht eben über diese Taylor-Reihenentwicklung, die ich nach dem ersten Schritt abbreche. Jetzt haben wir diese Unsicherheiten sowohl von unserem Zustand als auch von unserer Umgebungskarte. Was passiert damit? Ja, wir haben es letzte Woche gesehen, es gibt irgendwie diesen Drift, da ich ja keine globale Korrektur habe. Das heißt, meine Unsicherheiten werden irgendwie mit der Zeit immer weiter wachsen. Was kann ich dagegen machen? Naja, wenn ich jetzt an eine Stelle zurückkomme, gewisse Landmarks wahrnehme, die ich schon in einem vorherigen Zeitschritt wahrgenommen habe, dann erlaubt mir das ja gewisse Rückschlüsse zu ziehen. Das heißt, meine Unsicherheiten in dem Moment, wenn ich es schaffe, über die Data Association die wieder zu matchen, dann werden schlagartig alle meine Unsicherheiten fallen, weil ich ja weiß, okay, mein ganzes System hat eben die Loop geschlossen, hat diese Position in der Karte wieder erkannt. Das heißt, die Position über Zeit, der Pfad, den ich bestimmt habe, hat relativ gut gepasst. Und genauso auch die Karte, weil ich ja eben die Landmarks wiedererkannt habe. Wie löse ich jetzt diese Data Association? Ja, die ist ja auch unbekannt, da ich jetzt sage, ich habe nur Landmarks. Ich weiß, ich kann aber nicht jetzt sagen, was ist Landmark 1, was ist Landmark 2. Deshalb gehe ich auch hier im Normalfall wahrscheinlichkeitsbasiert ran und versuche eben die wahrscheinlichste Konfiguration zu finden. Schauen wir uns das Ganze mal in einem einfachen Beispiel an. Wir müssen auch hier wieder ein paar Annahmen treffen, sonst wird das Beispiel relativ groß, relativ unübersichtlich. Was sind unsere Annahmen? Ja, zum einen, wir gehen jetzt mal von einem Roboter, von einem Fahrzeug aus, der sich an einer virtuellen Umgebung bewegt. Warum ist es eine virtuelle Umgebung und keine tatsächliche Umgebung? Zum einen gehen wir davon aus, dass wir die Data Association schon kennen. Das heißt, dieses probabilistische Problem klammern wir jetzt mal aus, sagen, das ist schon gelöst, brauchen wir nicht mehr. Und zum anderen gehen wir auch davon aus, dass wir sämtliche Landmarks, die eben in unserer Sensorabdeckung liegen, komplett erfassen können. Was heißt komplett erfassen? Das heißt, wir müssen die jetzt nicht mehr aus irgendwelchen Daten extrahieren, sondern wir sehen auf unserem Sensor, da ist ein Landmark in dem und dem Abstand von uns mit dem Winkel. Natürlich haben wir trotzdem eine gewisse Unsicherheit, da unser Sensor nicht perfekt ist, sondern schon irgendwo in einem realen Sensor widerspiegeln soll. Am Anfang haben wir uns hier befunden mit einer sehr kleinen Unsicherheit, unsere initiale Unsicherheit. Jetzt bewegt sich unser Fahrzeug entlang dieser Linie. Und was haben wir? Ja, zum einen bekommen wir ja immer die Schätzungen, wo wir uns befinden. Und dazu die Unsicherheiten dargestellt über diese Ellipsen. Die wachsen jetzt über Zeit. Klar, jede einzelne Messung ist irgendwie unsicherheitsbehaftet. Die ganzen Unsicherheiten kumulieren sich und werden am Ende noch größer, als sie am Anfang schon waren. Mit unserer Karte sieht es letztendlich genauso aus. Die ganzen Sterne hier sind die Landmarks, die wir eben erfassen können und wovon wir ausgehen, dass wir die auch perfekt matchen können in jedem Zeitschritt. Das heißt, wir werden am Anfang wahrscheinlich nur diese Landmark erkennen, nach einer gewissen Zeit die zweite, wobei auch hier, wie wir die erkennen, da haben wir eine gewisse Unsicherheit
zusätzlich haben wir eine Unsicherheit in eben dieser Messung. Das heißt, auch da wird über Zeit die Unsicherheit steigen, sprich die Ellipse um diese Landmarks wird immer größer und größer. Das Ganze sieht man auch hier, wenn wir dann den Schritt weitergehen, sehen wir eben, na gut, zum einen, die Unsicherheiten drehen sich irgendwie mit dem Fahrzeug mit, weil ich jetzt sagen kann, in longitudinale Richtung beispielsweise habe ich eine bessere Schätzung der Fahrzeugposition über eine Reifenodometrie, die zusätzlich mit reingeht. In laterale Richtung muss ich das zum Beispiel nur aus einer IMU schätzen. Und damit werden auch die Unsicherheiten der Landmarks von Zeitschritt zu Zeitschritt immer größer. Irgendwann werden die so groß, dass es dann schwierig wird, sogar eine Karte zu erstellen. Wir haben es letzte Woche mal uns angeschaut, wenn wir jetzt diesen globalen Drift im Kalman-Filter nicht korrigieren, wird es nach einer Zeit extrem schwierig, dann eine Position zu schätzen, beziehungsweise absolute Werte zu beschätzen, was wir hier wollen, sondern dann taugt es eigentlich nur noch, um relative Werte zwischen den einzelnen Zeitschritten des Zustands zu schätzen. Das ist letztendlich genau dieses Beispiel. Die Unsicherheiten wachsen immer weiter an und unser Pose-Estimate driftet irgendwann ab, je nachdem, wie gut unsere Systeme, unser Motion-Modell und unser Observation-Modell gebaut sind. Das heißt, damit driftet zum einen der Pose-Estimate immer weiter weg von der Realität, zum anderen aber auch unser Map-Estimate letztendlich. Also wie sieht unsere Umgebung aus? Was ist die Lösung davon? Ja, wir brauchen irgendeine Art der globalen Referenz. Wie kann die jetzt aussehen? Zum einen kann das sein, wenn ich mich innerhalb einer Karte lokalisiere, dann habe ich natürlich keinen Drift, denn dann habe ich alle Landmarks, kenne ich schon. Ich habe gewisse Unsicherheiten, die werden allerdings nicht größer, da ja alle einzelnen Landmarks bekannt sind, mit deren tatsächlichen Positionen eben ohne Unsicherheiten. Eine andere Möglichkeit, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, das ist es, ich nutze ein zusätzliches System, das mir eine globale Referenz direkt über Sensordaten bietet, wie eben ein GNSS. Wir möchten jetzt allerdings dieses gesamte Problem nur auf Basis unserer Sensordaten lösen. Das heißt, wir möchten weder abhängig von einer vorab erstellten Karte sein, noch möchten wir abhängig von einem womöglich fehleranfälligen GNSS-System sein. Unsere Lösung dafür ist eben die sogenannte Loop Closure. Was heißt Loop Closure? Naja, das ist genau das, wenn ich nach einer gewissen Zeit an eine Position zurückkomme, an der ich Landmarks erfassen kann, die ich in einem vorherigen Zeitschritt schon mal erkannt habe, wenn ich es schaffe, diese zu assoziieren, dann sinken schlagartig meine Unsicherheiten wieder. Hier waren wir vorher, die Unsicherheiten steigen mit der Zeit immer weiter an, sowohl von der Umgebungskarte als auch von meinem Pfad. Und jetzt kann ich beispielsweise diese beiden Features, die ich am Anfang schon erfasst habe, nochmal erfassen und dadurch sinken sämtliche Unsicherheiten. Zum einen die Unsicherheiten von meinem Fahrzeugzustand, zum anderen aber auch von der Karte. Was hier noch ganz interessant ist, dass auch von Landmarks die Unsicherheiten, die ich in diesem Zeitschritt nicht erfassen kann, trotzdem deutlich sinken. Warum ist das so? Naja, weil mein Gesamtvertrauen in die Karte einfach besser ist, weil ich rückwirkend sagen kann, okay, das, was ich vorher geschätzt habe, war relativ gut oder es eben so verschieben kann, dass es besser gepasst hat. Hier nochmal die Übersicht. Alle vier Zeitschritte auf einmal. Ich glaube, man erkennt ganz deutlich, dass die Unsicherheiten extrem stark abfallen in einem Schritt. Das heißt, gerade diese Loop Closure ist auch wirklich wichtig, um über einen längeren Zeitraum meinen Slam durchführen zu können in einer mir unbekannten Umgebung. Fassen wir nochmal kurz zusammen. EKF-Slam. Wir haben uns letzte Woche schon mal angeschaut. Es ist erstmal relativ gut anwendbar. Ich brauche nicht riesige Informationen, wie jetzt mein System aussieht. Ich kann mit relativ einfachen Modellen schon gute Ergebnisse erzielen. Es ist eine sehr bekannte Methode. Das heißt, hier gibt es schon viele Ansätze. Viele andere haben das vor uns schon gemacht. Das heißt, sehr viele Quellen, auf die wir zurückgreifen können. Zum anderen ist es für relativ kleine Umgebungen auch vom Rechenaufwand her relativ gering. Was heißt jetzt kleine Umgebung? Bezieht sich hierbei hauptsächlich auf die Anzahl
der Landmarks, die ja mit der Zeit im Normalfall immer weiter wächst, wenn das jetzt irgendwo limitiert ist, das heißt, ich kenne vorab, okay, ich befinde mich in einer limitierten Umgebung, dann ist EKF-Slam ein relativ guter Ansatz, weil er dann eben auch sehr günstig vom Rechenaufwand her ist. Ist allerdings auch der Nachteil, denn wenn meine Umgebung größer und größer wird, wir haben es gesehen, die Kovarianzmatrizen skalieren quadratisch. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist mein Rechenaufwand, meine Rechenzeit, meine Rechenleistung, die ich in Anspruch nehme, so hoch, dass es schlichtweg nicht mehr umsetzbar ist. Was wir auch uns letzte Woche schon angeschaut haben, die Parametrierung hat einen riesen Einfluss auf das, was letztendlich ankommt. Also wie schätze ich meine Unsicherheiten? Wie ordne ich die Unsicherheiten eben meinem Modell, meinem Bewegungsmodell und meinem Observation-Modell zu? Zu anderen ist es natürlich, wir haben immer diese Linearisierung. Das heißt, wir können den EKF-Slam nur für relativ kleine Unsicherheiten anwenden, da wir ansonsten schon allein durch die Systemlinearisierung eben einen sehr großen Fehler machen. Und das zu umgehen, gibt es natürlich auch noch andere Ansätze, die man theoretisch auch in den Slam integrieren kann. Beispielsweise ein Unscented oder ein Extended Information Kalman Filter. Ist allerdings nicht so gebräuchlich wie der EKF Slam. Ja. Genau, also die Frage ist, ob ich, dass ich ja eigentlich schon über meine State Estimation, über den Kalman-Filter, quasi mit Verwendung der Sensordaten, meine Pose Estimation oder die Unsicherheit der Pose Estimation ja runterdrücken kann. Klar, kann ich, also es, aber meine ganzen Sensorsignale werden mir ja trotzdem immer nur einen relativen Aufschluss geben. Also wie hat sich mein Systemzustand vom letzten Zeitschritt zu diesem zum nächsten verändert? Das heißt, den Fehler, den ich mache, der wird sich immer integrieren. Ich frage jetzt nur, wie schnell integriert er sich auf? Wenn ich jetzt eine schlechte Fusion der Sensordaten habe, schlechte Modelle, dann wird der Fehler natürlich vielleicht innerhalb von 2 Sekunden schon so groß, dass es nicht mehr anwendbar ist. Wenn ich extrem gute Modelle habe, dauert es vielleicht nicht 2 Sekunden, sondern 20 oder 30 Sekunden, bis der Pose-Estimate so weit wegdriftet. Aber ich werde durch eine Fusion der Sensordaten oder der Fahrzeugsensordaten, die jetzt nicht die Umgebung erfassen, werde ich immer nur eine relative Zustandsschätzung im Vergleich zum vorherigen Zustand haben. Das heißt, ich habe immer, wenn ich jetzt meine Pose betrachte, habe ich immer einen zeitlichen Drift. Beantwortet das die Frage? Okay, also wir haben jetzt gesehen, dass der EKF-Slam schon mal eine gute Möglichkeit ist, allerdings auch nicht alle Probleme löst, gerade in größeren Umgebungen mit vielen Landmarks eben nicht mehr umsetzbar ist. Schauen wir mal, was es noch für Möglichkeiten gibt. Die zweite Art und Weise, die wir uns anschauen möchten, ist der Partikelfilter, den wir ja letzte Woche auch schon mal so am Rande mitgenommen haben. Wovon wir jetzt immer ausgegangen sind beim Kalman-Filter, ist, dass unsere Sensordaten gaussverteilt sind. Was machen wir jetzt allerdings, wenn dem mal nicht so ist? Wenn unsere Sensordaten vielleicht so aussehen, naja, dann können wir die schon durch eine Gauss-Kurve annähern. Wir werden allerdings einen sehr, sehr großen Fehler dadurch machen und unser gesamter Slam wird dadurch in der Güte, in der Präzision irgendwo limitiert sein. Die Idee, die wir jetzt machen, die wir hier anwenden, ist letztendlich, wir haben verschiedene einzelne Partikel. Diese Partikel können wir beliebig verteilen. Wenn wir jetzt diese Verteilung symbolisiert durch die blauen Balken, hier annähern möchten, dann werden wir hier, wo es eben sehr wahrscheinlich ist, die werden wir vielen Partikeln zuordnen. Und da, wo es unwahrscheinlich ist, haben wir sehr wenig Partikel. Sieht dann irgendwie so beispielsweise meine Verteilung aus. Jetzt nicht zu genau nehmen, ich glaube, man versteht das Grundprinzip. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr eine Gauss-Verteilung haben, sondern einfach durch die Verteilung der einzelnen Partikel kann ich jede beliebige Verteilung, jede beliebige Unsicherheit abbilden. Und das ist eigentlich so die Grundidee. Was heißt das jetzt? Naja, jeder einzelne Partikel, den ich irgendwo hinplatziere, da gehe ich mal davon aus, okay, der ist jetzt korrekt, da gibt es keine Unsicherheiten. Die Unsicherheit bilde ich letztendlich über die Anzahl der Partikel ab. Jeder einzelne Partikel kann damit genommen werden wie eine einzelne Schätzung,
wie sich das Ego-Fahrzeug verhält, wo es sich befindet. Was brauche ich jetzt, damit das gut funktioniert? Naja, wenn ich jetzt nur 3 Partikel habe, dann wird es natürlich schwierig, so eine Verteilung mit 3 Partikeln abzubilden. Das heißt, ich brauche schon eine gewisse Anzahl. Wie hoch die Anzahl ist, kommt natürlich wieder darauf an, wie viel Rechenpower steht mir zur Verfügung, wie genau muss ich am Ende sein. Außerdem muss jeder einzelne Partikel vollständig berechnet werden. Das heißt, je höher, je mehr Dimensionen der Zustand jedes einzelnen Partikels hat, umso höher wird natürlich auch der Rechenaufwand. Weil wenn ich jetzt 100.000 Partikel habe, für jeden muss ich einen 10-dimensionalen Zustand berechnen, dann wird es irgendwo eben schwierig, das umzusetzen. Das heißt, ich brauche relativ viele Partikel, damit die Lösung, die ich am Ende bekomme, die Zustandsschätzung eben valide wird. Zusammengefasst haben wir letztendlich im Partikelfilter eine gewisse Anzahl K an Partikeln, die wir selbst definieren können, eben abhängig von unseren Anforderungen. Und jeder dieser Partikel hat eben einen Zustand X, zeitlich abhängig. Und unsere Karte, die ist jetzt wieder eine Gauss-Verteilung. Beziehungsweise, genau, also jede einzelne Landmark ist eine Gauss-Verteilung. Also unsere Karte ist ja ein Zusammenhang an vielen Landmarks und jede einzelne davon ist eben verteilt durch einen Mittelwert und eine Varianz, sprich eine Gauss-Verteilung. Wie sieht jetzt grundsätzlich so der Algorithmus aus? Na, grundsätzlich habe ich am Anfang eine initiale Verteilung, wie wir es auch beim Kalman-Filter haben. Das heißt, wenn ich jetzt 0 Informationen habe und mich innerhalb eines Raums zum Beispiel lokalisieren möchte, dann platziere ich die Partikel einfach komplett gleich verteilt überall hin. Ich habe keine Informationen. Ich muss davon ausgehen, dass jeder Ort gleich wahrscheinlich ist. Und dann berechne ich mir in jedem einzelnen Zeitschritt, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass dieser eine Partikel der ist, der sehr nah an der Realität liegt. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns gleich noch an. Und anhand dieser Information, wenn ich jetzt sage, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Partikel nah an der Realität liegt, dann werde ich mehr Partikel im nächsten Zeitschritt nah zu dem hin platzieren. Wenn es woanders unwahrscheinlich ist, werde ich dort eben weniger Partikel platzieren. Dadurch kann ich diese Unsicherheiten, diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen abbilden. Wir veranschaulichen das Ganze jetzt mal hier mit 2 Partikeln. Wie gesagt, in der Realität werde ich deutlich mehr haben. Jeder einzelne Partikel ist jetzt mal dargestellt durch so einen grauen Kreis. Die Landmark in der Karte ist eben eine gewisse Unsicherheitsverteilung durch diese rote Ellipse dargestellt. Wir haben eine gewisse Bewegungsschätzung aus unserer Odometrie zum Beispiel. Und dann haben wir Sensormessungen, mit denen wir eben auch hier jetzt wieder davon ausgehen, dass wir direkt die Landmarks messen können. Im ersten Zeitschritt haben wir jetzt eine Motion Prediction. Das heißt, abhängig von unserem System, womöglich auch abhängig von unseren Controls, schätzen wir, wie wird sich das System verhalten, wie wird sich die Pose verändern. Dabei haben wir eine Unsicherheit. Wie bilden wir die Unsicherheit ab? Naja, wir wenden einfach auf jeden Partikel eine andere Bewegungsänderung an. Hier beispielsweise, der geht mehr nach oben, der geht mehr nach rechts. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber wir versuchen einfach diese Unsicherheit abzubilden, indem wir die auf den jeweiligen Partikel eben unterschiedliche Bewegungen anwenden. Damit überlegen wir uns dann, wo denn jetzt jeder einzelne Partikel quasi die Karte sehen würde. Also die bereits erkannten Landmarks, wo projiziert er die jetzt hin von der eigenen Position aus? Und das wird natürlich anders aussehen, wenn der hier ist und der andere sich in Relation vielleicht hier oben befinden würde. Das heißt, die prädizierten Landmarks sehen für jeden einzelnen Partikel anders aus. Im nächsten Zeitschritt kommen dann tatsächlich die Sensormessungen rein. Was sieht man jetzt hier? Naja, es wird dann eben verglichen, wo habe ich gedacht, dass sich meine Landmarks befinden? Dann kommen Messungen rein. Das heißt, wo sind sie wahrscheinlich tatsächlich? Und dann kann ich eben für jeden einzelnen Partikel abschätzen, wie gut die Prädiktion dafür war. Das heißt, wie nah liegt er an der Realität dran? Hier oben sieht man es. Die Verteilung, die wir geschätzt haben und die tatsächliche Sensormessung in grün dargestellt,
passen schon mal relativ gut. Sind natürlich nicht perfekt, aber passen relativ gut. Hier unten wiederum, naja, passt irgendwie auch so halbwegs, aber eben deutlich schlechter. Was mache ich mit dieser Information? Ich gewichte die Partikel. Das heißt, der obere, von dem ist es deutlich wahrscheinlicher, dass er an der Realität dran liegt. Wir können es natürlich nicht sagen, denn die Messung, die reinkommt, hat auch eine gewisse Unsicherheit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Partikel die Realität widerspiegelt, ist eben höher. Und das stellen wir eben durch eine Gewichtung dar, die wir jedem einzelnen Partikel geben. Das Gesamtgewicht muss jetzt nicht 1 sein. Es kommt darauf an, ich kann es zum Beispiel von 0 bis 1 normieren. So mache ich das hier jetzt mal. Dann sage ich, der obere, okay, passt relativ gut. Dem gebe ich eine Gewichtung von 0,8. Beim unteren, ja, deutlich schlechter. Ich gebe dem vielleicht eine Gewichtung von 0,4. Und damit wird dann die Karte abgedatet in jedem einzelnen Zeitschritt. Das heißt, da, wo Partikel 1 denkt, dass sich die Landmarks befinden, das wird doppelt so stark gewichtet, wie das, was Partikel 2 denkt, wo sich die Landmarks befinden. Und entsprechend ergeben sich dann mit einer Anzahl K an gesamten Partikeln eine Verteilung für die einzelnen Landmarks innerhalb der Karte. Was jetzt natürlich wichtig ist, auch hier ist die Data Association, das heißt, welches Feature, welche Landmark aus dem vorherigen Zeitschritt entspricht welcher Landmark im nächsten Zeitschritt. Was hier eigentlich die häufigste Lösung dieses Problems ist, ist ein Per-Particle-Approach. Das heißt, ich löse diese Data Association für jeden Partikel einfach. Was heißt das? Naja, ist jetzt hier relativ schwierig, aber wenn ich jetzt beispielsweise hier und hier nochmal zwei Landmarks habe und im unteren auch, dann kann es sein, dass Partikel 2 aus dem vorherigen Zeitschritt diese Landmark, im nächsten Zeitschritt dieser zuordnet und Partikel 1 die gleiche wieder nimmt. Das heißt, die Zuordnung der einzelnen Landmarks kann innerhalb der einzelnen Partikel unterschiedlich sein. Wie gesagt, jeder einzelne Partikel spiegelt letztendlich eine komplette Schätzung des Ego-Zustands wider. Ich habe jetzt nochmal ein relativ einfaches Beispiel versucht darzustellen, das es, glaube ich, nochmal ganz gut greifbar macht, was denn so die Grundidee ist. Hierbei gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir unsere Karte schon kennen, sprich unsere Umgebung. Das ist jetzt einfach dieser Raum, der hier auf der linken Seite dargestellt ist. Was wir lokalisieren möchten, ist das Ego, der Ego-Roboter auf der rechten Seite durch diese blaue Form dargestellt, der eben einen gewissen Erfassungswinkel hat. Hier gehen wir jetzt einfach mal von einem 2D-Lidar aus. Das heißt, der schätzt quasi auf einer Höhe, auf der er ist, sämtliche Hindernisse, die innerhalb dieses Erfassungswinkels sind. Am Anfang habe ich keine Information, wo sich das Fahrzeug tatsächlich befindet. Das heißt, ich verteile die einfach gleich über den ganzen Raum. Sind in Realität natürlich wieder deutlich, deutlich mehr Partikel. Ich habe hier jetzt einfach mal zur Veranschaulichung 5 genommen. Die verteile ich einfach gleich im Raum. Jetzt kommt im nächsten Zeitschritt eine Sensormessung rein. Die sagt uns jetzt, okay, ich stehe im Abstand D zu einer Wand. Das heißt, wo befindet sich jetzt mein Fahrzeug? Naja, es muss irgendwo, wir sehen es hier, das ist relativ parallel zum Fahrzeug. Das heißt, das Fahrzeug muss irgendwo frontal vor einer Wand stehen mit dem Abstand D. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich irgendwo auf dieser Form befindet, jeweils mit dem Abstand D zur Wand, ist jetzt am wahrscheinlichsten. Das heißt, auf diese Linie werde ich die meisten Partikel platzieren. Die Sensormessung ist unsicherheitsbehaftet, das heißt, ein paar einzelne werde ich auch woanders platzieren, um das abzudecken, aber den Großteil meiner Partikel werde ich eben genau dort platzieren. Jetzt kommt ein Odometrie-Update. Das schätzt mir, okay, aus beispielsweise meinen Control-Informationsdaten oder aus der Odometrie, schätzt mir das Fahrzeug, okay, schätzt mir die Odometrie jetzt, okay, ich fahre eine gewisse Strecke nach vorne mit einer leichten Krümmung nach rechts. Diese Odometrie wird jetzt wieder auf jeden einzelnen Partikel angewandt. Natürlich mit einer gewissen Unsicherheit. Also hier habe ich jetzt eine Unsicherheit. Sieht sie so aus? Vielleicht sieht sie so aus oder so. Aber das
nehmen wir einfach mal als die wahrscheinlichste Odometrie an. Das heißt, mit leichten Variationen wird die jetzt auf jeden einzelnen Partikel angewandt. Jeder fährt nach rechts vorne mit dieser gewissen Krümmung. Und das ist unsere neue Schätzung, wo sich unsere Partikel dann befinden. Jetzt kommt der nächste Messschritt rein. Und wir sehen, dass wir jetzt hier wieder in einem gewissen Abstand eben eine Ecke detektieren. Wo befindet sich also jetzt wahrscheinlich das tatsächliche Fahrzeug? Naja, wir legen einfach mal die Messung rein und vergleichen dann, wo das Fahrzeug steht, beziehungsweise wo unsere Partikel sich befinden und wo es denn passen könnte. Man sieht hier letztendlich, der Einzige, der im richtigen Abstand zu einer Ecke steht, ist dieser Partikel. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass das der Partikel ist, der am nächsten an der Realität liegt. Und was machen wir jetzt mit dieser Information? Wir gewichten diesen am höchsten und im nächsten Zeitschritt verteilen wir unsere Partikel neu. Letztendlich können wir die anderen schon ausschließen. Wir werden allerdings trotzdem, wenn es jetzt nur der erste Zeitschritt ist, je häufiger das ist, umso stärker werden wir eben alle Partikel in diese Region platzieren. Wir werden allerdings noch einzelne Partikel, das jetzt durch diesen hier symbolisiert, auch woanders hin platzieren, eben weil es gewisse Unsicherheiten gibt und wir das nicht komplett ausschließen möchten. Und so entwickelt sich das über Zeit fort. Die Partikel ziehen sich letztendlich immer mehr zusammen, weil ich immer mehr Informationen habe. Und am Ende werden sich, wenn es denn funktioniert, alle Partikel relativ nah beisammen befinden und die tatsächliche Pose widerspiegeln. Was sind jetzt so die Vor- und Nachteile davon? Naja, zum einen, wir haben es eingangs gesehen, kann ich dadurch auch Nicht-Gauss-Verteilungen abbilden. Außerdem skaliert er sehr, sehr gut, auch für eine große Karte, sprich sehr, sehr viele Features. Wo skaliert er wiederum schlecht? Naja, wenn mein Zustandsraum sehr, sehr groß wird, da ich eben jeden einzelnen Partikel komplett berechnen muss. Der Algorithmus ist relativ robust, das heißt, er funktioniert in sehr, sehr vielen, auch schwierigen Situationen und Fällen und er kann eben durch diese Verteilung der einzelnen Partikel auch mit Nichtlinearitäten umgehen. Die Nachteile sind vor allem eben, dass es vom Rechenaufwand her für sehr viele Partikel irgendwo relativ limitiert wird und dass es auch sein kann, dass sich die Partikel irgendwo verteilen und teilweise berechne ich ja einzelne Partikel, die komplett unwahrscheinlich sind und komplett fernab von meinem tatsächlichen Zustand. Soweit zum Partikelfilter. Wir haben jetzt eigentlich beim EKF und beim Partikelfilter gesehen, dass so ein großes Problem immer ist, wie skalieren die einzelnen Algorithmen. Der EKF war da relativ limitiert für sehr viele Landmarks. Der Partikelfilter war da relativ limitiert für sehr viele Zustände oder viele Zustandsvariablen der einzelnen Partikel. Um das zu lösen, wird dann sehr häufig der graphbasierte SLAM verwendet. Erstmal als Einführung, was ist denn eigentlich ein Graph? Na, grundsätzlich ist ein Graph einfach nur eine Möglichkeit, verschiedene Objekte und deren Verbindungen zueinander zu repräsentieren. Die Objekte werden dabei als Knoten oder Nodes bezeichnet, die Verbindungen dazwischen als Kanten oder Edges. Was kann das jetzt sein? Naja, ich kann beispielsweise, wenn ich jetzt auf LinkedIn meine Kontakte und deren Kontakte, kann ich das als Graph darstellen. Ich kann, ein Stammbaum beispielsweise ist auch eine Art des Graphs. Google verwendet das auch. Google versucht, das gesamte Wissen irgendwo in einem Graphen abzulegen. Da könnten dann beispielsweise zwei Nodes Da Vinci und Mona Lisa sein. Und die Verbindung dazwischen ist, wurde gemalt von. Und so wird eben versucht, das gesamte Wissen der Menschheit irgendwie in einem Graphen abzulegen, den ich später durchsuchen kann. Was hat das Ganze jetzt mit dem SLAM zu tun? Naja, letztendlich versuchen wir ja auch, die einzelnen Zustände und deren Zusammenhänge dazwischen abzubilden. Und im graphbasierten SLAM wird das eben versucht, indem man einen Graphen aufbaut. Was sind also unsere Nodes?
unsere Knoten sind zum einen die Posen des Ego-Fahrzeugs im zeitlichen Ablauf und zum anderen die Landmarks unserer Umgebung, unserer Karte. Was sind die Beziehungen dazwischen? Die Beziehungen dazwischen sind eben die Constraints, die rauskommen entweder aus dem, was wir aus der Umgebung wahrnehmen oder aus den Sensorsignalen, mit denen wir unsere Odometrie berechnen. Sprich, wie bewegt sich unser Fahrzeug fort, beispielsweise durch den Kalman-Filter, den wir uns letzte Woche angeschaut haben. So sieht das dann beispielsweise aus. Ich habe jetzt eine Constraint, die mir sagt, okay, meine Odometrie sagt, ich bin ein paar Meter nach vorne gefahren, habe ich meine erste Constraint, die eben meine letzte Pose mit meiner nächsten Pose verbindet. Und jetzt habe ich über meine Sensorik, über meinen Kameralidar, nehme ich die Umgebung wahr. Sprich, ich habe jetzt eine zusätzliche Constraint, die mir sagt, okay, ich habe vielleicht den Abstand und den Winkel zu Landmark 1. Dann habe ich wieder eine Odometrie und dann nehme ich die gleiche Landmark im nächsten Schritt wieder wahr. Wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen? Man kann sich das letztendlich so vorstellen, als würde ich die einzelnen Knoten mit Gummibändern verbinden. Und ich kann jetzt verschiedene starke Gummibänder nehmen. Wenn ich sage, okay, ich vertraue meiner Odometrie sehr stark, dann werde ich dafür starke Gummibänder nehmen. Das heißt, die haben deutlich mehr Einfluss auf das Aussehen des Graphen als vielleicht die schwächeren Gummibänder, die meine einzelnen Knoten zu den Landmarks hinziehen. Und so baut sich letztendlich dann im zeitlichen Ablauf immer weiter dieser Graph auf. Was hier natürlich auch funktioniert, das wäre jetzt die Loop Closure. Das heißt, wenn es hier weitergeht, dann habe ich irgendwann eine Loop Closure und damit kann ich meinen gesamten Graphen nachoptimieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, meine Loop Closure wird dann vielleicht nicht direkt hier enden, sondern beispielsweise hier. Und jetzt habe ich eine zusätzliche Constraint eben durch die Loop Closure hier zwischen und diesen extrem starkes Gummiband. Das heißt, die wird diesen gesamten Graphen zusammenziehen und ich kann nachträglich dann auch sagen, okay, mein Pfad war vielleicht nicht so, wie ich es im vorigen Zeitschritt geschätzt habe, sondern leicht davon abweichend. Wir sehen hier nochmal die Verbindung zwischen den einzelnen Posen. Zwischen den einzelnen Zuständen des Ego-Fahrzeugs ist beispielsweise aus der Odometrie. Das heißt, es ist eine relative Schätzung. Und die absolute Schätzung zu meiner Umgebung, die kriege ich aus meinen Messungen, die eben die Umgebung wahrnehmen, sprich Kamera, Lidar. Grundsätzlich versuche ich dann, den Graphen, den ich mir über die Zeit aufbaue, irgendwie zu optimieren. Sprich, dass alle Constraints möglichst gut erfüllt sind. Und ich kann dabei sagen, okay, die Constraints der Odometrie sind mir zum Beispiel wichtiger als die aus der Umgebung. Und so kann ich dann aufsetzen, wie diese Optimierung abläuft. Die Optimierung an sich muss ich Gott sei Dank nicht komplett selbst machen. Dafür gibt es schon Bibliotheken, die genau das machen. Das heißt, da gebe ich meine Constraints, die ich mir irgendwie generiere, aus den Sensordaten rein. Und die werden dann optimiert. Wir haben es jetzt eingangs gesehen, Frontend, Backend, wie steht das zueinander? Und das ist jetzt eigentlich hier, gerade beim graphbasierten SLAM, nochmal ganz gut veranschaulicht. Das Frontend ist letztendlich das Erstellen meines Graphen. Das heißt, aus dem Frontend bekomme ich ja aus Sensordaten zum einen meine Schätzungen, wie bewegt sich das Ego zeitlich, zum anderen, wie bewegt sich das Ego im Raum, abhängig eben in Relation zu den Landmarks. Daraus werden meine Kanten generiert. Und im Backend wird dann der gesamte Graph optimiert und versucht, der Gesamtfehler zu minimieren. Das heißt, die einzelnen Positionen meiner Nodes werden dann nochmal nachoptimiert. Was am Ende rauskommt, ist genau mein SLAM Estimate, sprich mein Pfad und meine Umgebungskarte. Man kann sich jetzt schon vorstellen, wenn wir jetzt über mehrere Kilometer fahren, wird dieser Graph irgendwann gigantisch werden. Was ist da für ein Ansatz, der sehr häufig umgesetzt wird? Ein sogenannter hierarchischer Ansatz. Das heißt, ich baue jetzt nicht nur einen Graphen, sondern ich baue letztendlich meinen Graphen auf zwei Ebenen auf. Ich habe eine lokale Submap. Das ist ja letztendlich, wenn ich draußen im Straßenverkehr fahre, ist es ja für mich eigentlich wichtiger, was befindet sich in meiner unmittelbaren Umgebung. Wo sind da die Hindernisse? Wo ist da die Straße? Und diese einzelnen Submaps optimiere ich eben in einem Graphen und die
stecke ich dann gemeinsam in einen übergeordneten Graph, der dann quasi nicht jede einzelne Constraint optimiert, sondern nur Constraints zwischen den einzelnen Submaps und mir somit eine Gesamtkarte aufbaut. Vorteil ist dabei natürlich auch, dass ich bei meinen lokalen Constraints sehr rechenzeitbegrenzt bin. Das heißt, da muss ich, wenn ich jetzt irgendwann autonom fahren möchte im Straßenverkehr, muss ich dann eine gewisse Echtzeit garantieren können. Das muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn ich meinen Gesamtgraphen nochmal nachoptimieren möchte. Das heißt, hier kann ich dann deutlich mehr Rechenzeit dafür spendieren. Genau, wie angesprochen, Gott sei Dank müssen wir jetzt nicht alles komplett selbst implementieren. Es gibt dafür schon Bibliotheken. Meistens läuft das Ganze in C++ ab, weil es eben ja solche Optimierungssachen sehr schwierig sind, tatsächlich in Python zu optimieren. Das wird dann irgendwann von der Rechenseite nicht mehr umsetzbar. Was am häufigsten verwendet wird, sind zwei Open-Source-Implementierungen, G2O und der Ceres Solver. Wir werden uns in der Übung später auch mal zwei SLAM-Implementierungen anschauen, von denen eine auf dem G2O basiert, eine auf dem Ceres Solver. Für Python gibt es einen Wrapper quasi oder ein Python-Binding von G2O. Das heißt, ich kann das einfach ganz normal wie eine Python-Funktion implementieren. Es läuft im Hintergrund allerdings trotzdem in C++. Und wer jetzt sagt, er möchte lieber auf MATLAB gehen, da gibt es die Optimized Postgres-Bibliothek, die auch da eben sehr, sehr viele Funktionalitäten, vor allem eben für SLAM-Implementierungen schon zur Verfügung stellt. Wie sind jetzt Pro und Contra bei diesem graphbasierten SLAM? Naja, wir haben es ja gesehen, so die Hauptmotivation dafür ist eigentlich, dass sie in viel, viel höhere Dimensionen skalieren, für viel, viel größere Maps anwendbar sind als Extended Kalman-Filter und Partikelfilter. Dabei hilft uns natürlich auch dieser hierarchische Ansatz, dass ich sage, okay, ich unterteile mein Problem nochmal in zwei Teilprobleme, eine lokale Map und eine globale Map, in denen ich alle diese lokalen Karten zusammensetze. Die Update-Zeit bleibt immer gleich groß, eben dadurch, dass ich einen Solver habe, der mir den Graphen optimiert. Und ich habe natürlich Möglichkeiten, das jetzt anzupassen, sprich, welche Optimierung läuft im Hintergrund? Wie sehr möchte ich jetzt meine Odometrie gewichten? Wie sehr möchte ich meine Kamera, meinen LiDAR, was auch immer gewichten? Das kann ich relativ leicht über Parameter anpassen und somit meinen SLAM-Algorithmus nochmal parametrieren und aufs System anpassen. Nachteil natürlich, so eine Optimierung ist grundsätzlich schon mal relativ rechenaufwendig. Das heißt, mit einem EKF kann man für sehr kleine Umgebungen, auch mit einem Partikelfilter für sehr kleine Umgebungen, sehr gute Ergebnisse erzielen, auch mit extrem wenig Rechenaufwand oder mit extrem wenig Rechenleistung, die zur Verfügung steht, beispielsweise auf einem Mikrocontroller. Da muss ich bei so einer Optimierung erstmal schauen. Zweiter großer Nachteil ist natürlich auch, es ist vom Entwicklungsaufwand her, den ich als Entwickler reinstecken muss, deutlich, deutlich schwieriger. Das heißt, einen Partikelfilter oder einen EKF-SLAM kann man vielleicht mal selbst implementieren. Bei so einer graphbasierten Optimierung wird es dann eben schon schwieriger. Ich bin eben, wie gesagt, angewiesen auf gewisse Bibliotheken. Ich muss die erstmal einbinden, verstehen, wie die funktionieren, meine Constraints entsprechend so konstruieren, dass alles auch kompatibel bleibt. Genau, wir haben uns jetzt mal die drei Möglichkeiten angeschaut, wie ich eigentlich das grundsätzliche SLAM-Problem lösen kann. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, okay, wir kennen die Landmarks in unserer Umgebung, wir können die erfassen. Wie kann ich die jetzt von einem Zeitschritt zum nächsten matchen und daraus sowohl meine Umgebungskarte erstellen, als auch meinen eigenen Pfad rekonstruieren, sprich meine Pose innerhalb dieser Karte schätzen. In Realität ist es natürlich leider nicht ganz so einfach, dass wir einen Sensor haben, der direkt Landmarks erfasst, sondern wir haben im Normalfall LiDAR, Kamera, vielleicht Radar, und wir müssen irgendwie versuchen, Landmarks aus diesen Daten zu extrahieren. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt im nächsten Kapitel an. Genau, hier sind wir dann eher im Bereich des Frontends. Frontends heißt eigentlich nur,
na, wie kann ich denn diese Constraints, die ich in meinem Backend gebe, aus den Sensordaten gewinnen? Im Folgenden möchten wir uns jetzt, wie gesagt, mal auf Kamera und LiDAR spezialisieren. Es gibt da auch Radar-Ultraschall-Ansätze. Die sind allerdings, zumindest Stand heute, im autonomen Fahren nicht wirklich verbreitet. Möchten wir deshalb an dieser Stelle mal ausklammern. Was gibt's beim LiDAR? Beim LiDAR gibt's grundsätzlich mal einen 2D-LiDAR, das heißt, der uns nur auf einer Ebene zeigt, wie die Umgebung ausschaut. Damit können wir natürlich auch nur eine 2D-Karte generieren. Es gibt aber auch mehrdimensionale LiDARs, beispielsweise mit 32, 64, 128 Ebenen. Damit können wir auch eine 3D-Karte generieren, innerhalb derer wir uns lokalisieren. Auch bei der Kamera gibt's verschiedene Kameras. Es gibt im einfachsten Fall einfach eine Monokamera, die uns nur ein Bild gibt. Es gibt eine Stereokamera, die uns zwei Bilder gibt, wo ich über Triangulation Tiefen schätzen kann. Und es gibt RGBD-Kameras, die uns auch Tiefeninformationen geben, die allerdings gerade im autonomen Fahren Stand heute schwer anwendbar sind, weil die vor allem für relativ gleichbleibende Lichtverhältnisse und kleinere Umgebungen, sprich Indoor-Anwendungen, gebaut sind. Wie kann ich mir jetzt aus einem LiDAR schätzen, wie ich mich selbst bewege? Die Grundidee davon ist ein Scan-Matching. Wir gehen jetzt ja davon aus, wir bewegen uns mit einer gewissen Geschwindigkeit. Unser LiDAR hat zum Beispiel eine 360-Grad-Erfassung. Das heißt, zwischen zwei LiDAR-Frames, die jetzt beispielsweise mit 10 oder 20 Hertz reinkommen, wird eine sehr, sehr große Überlappung geben. Ich versuche jetzt, diese Überlappung zu finden. Wie mache ich das? Na, da gibt es verschiedene Ansätze. Beispielsweise so einen ICP, Iterative Closest Point, der eben versucht zu überlagern die vorherige Point Cloud mit der aktuellen. Und daraus können wir dann natürlich schätzen, wie hat sich unser Fahrzeug dazwischen bewegt. Das kann ich jetzt direkt eben auf den gesamten Point Clouds machen, wird natürlich vom Rechenaufwand her wieder ein bisschen größer. Ich kann aber auch sagen, ich versuche mir jetzt irgendwelche Pfosten, Kanten, was auch immer aus der LiDAR Point Cloud zu extrahieren, die ich dann nur matche. Wird vom Rechenaufwand her, gut, muss man eben schauen, vom Rechenaufwand her, die Extra habe ich natürlich zusätzlich die Extraktion, dafür wird das Matching im Anschluss entsprechend weniger rechenaufwendig. Wie sieht das Ganze aus? Ja, die Karte haben wir uns letzte Woche schon mal angeschaut. Schauen wir uns jetzt mal kurz an, wie die erstellt wurde. Wir haben jetzt hier im ersten Schritt nur einen 2D-Slam. Und damit können wir nur sagen, was ist denn besetzt und was ist frei. Wir haben allerdings keine 3D-Informationen. Das heißt, wir können nur sagen, wie sieht denn die Karte genau auf der Höhe aus, auf der sich dieser LiDAR befunden hat. Am Anfang haben wir keine Information. Dann sieht man jetzt hier eben in weiß eingezeichnet die tatsächlichen Messungen. Und das, was sich nach und nach langsam aufbaut, ist eben die Karte. Hierbei werden keine zusätzlichen GNSS oder IMU-Informationen verwendet. Das heißt, sowohl die Bewegung des Fahrzeugs als auch die Karte der Umgebung wird erstellt nur anhand dieser 2D-LiDAR-Scans. Und man sieht, das funktioniert schon mal relativ gut. Fürs Level 5 autonome Fahren wird uns das allerdings nicht reichen, denn wir können nur auf einer gewissen Höhe damit eben sagen, ist da ein Hindernis, ist da kein Hindernis, wie sieht unsere Karte aus? Fürs Level 5 autonome Fahren werden wir 3D-Informationen brauchen, wie beispielsweise hier gezeigt. Dafür brauchen wir natürlich auch einen 3D-LiDAR. Hier ist mal beispielhaft eine LiDAR-Point-Cloud dargestellt. Wir werden uns in der Übung nochmal konkret Sensordaten anschauen. Wie sieht eigentlich so eine Point-Cloud aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das visualisieren? Grundsätzlich, Vorteil vom LiDAR ist natürlich, dass uns diese 3D-Information über die Laufzeiten der einzelnen Lasersignale direkt gibt. Das ist so der Hauptvorteil eigentlich gegenüber einer Kamera, dass ich direkte 3D-Informationen rausbekomme und direkt sagen kann, wie weit sind die Hindernisse noch von mir entfernt. Nachteile sind zum einen relativ geringe Frequenzen, da die meisten LiDAR-Sensoren auch heute noch mechanisch rotieren. Und die Auflösung ist auch deutlich geringer als von der Kamera. Wie gesagt,
Aktueller Stand der Technik sind so 120 Ebenen, 128 Ebenen. Ich glaube, es gibt die ersten mit 256. Wenn man sich das mal mit einer 4K oder auch nur Full-HD-Kamera vergleicht, dann ist es eben deutlich, deutlich weniger. Was habe ich damit für ein Problem? Naja, wenn ich jetzt sehr kleine Features oder sehr wenig Features habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch, dass die irgendwo zwischen meinen einzelnen Ebenen verschwinden. Weiterer Nachteil ist, dass ich durch diese Rotation im LiDAR eine gewisse Verzerrung der Umgebung habe, weil sich ja mein Ego-Fahrzeug in der Zwischenzeit weiter bewegt. Trotzdem kann ich natürlich, das ist genau das, was hier gezeigt wird, ich habe eben in jedem Zeitschritt eine 360 Grad rundum Point Cloud und die lege ich übereinander. Was man hier sieht, ist einmal grün eingezeichnet, der Pfad und dann die Karte, die sich nach und nach aufbaut. Wir werden genau das später in der Übung nochmal anschauen. Man sieht, es funktioniert tatsächlich relativ gut, vor allem wenn man jetzt bedenkt, dass wirklich hier nur die Point Clouds reingeben. Warum das manchmal so aussieht, als hätte nur die aktuelle Point Cloud, das liegt einfach an der Frequenz, an der die Gesamtkamera, die Gesamtmap gepublished wird. Was hier jetzt interessant ist, ist die Loop Closure. Und man hat es gesehen, ich spule nochmal kurz ein Stück zurück. Was man hier jetzt gleich sieht, wir sehen hier jetzt eben, da liegen die beiden Wände, die letztendlich genau dasselbe widerspiegeln, nicht genau übereinander. Sollten sie aber eigentlich. Und jetzt durch die Loop Closure erkennt eben der Algorithmus das und korrigiert die gesamte Karte rückwirkend, wodurch eben auch die Teile springen, die wir schon zu einem früheren Zeitschritt erkannt und zur Karte hinzugefügt haben. Klingt jetzt erstmal alles relativ gut. In Realität ist es leider häufig nicht ganz so. Unsere LiDAR-Daten sind sehr wetterabhängig. Riesenproblem ist da beispielsweise noch Nebel. Wenn man sich hier die Szene mal anschaut, dann sieht man hier und hier beispielsweise extrem viele Reflexionen, die eben wie Hindernisse gehandhabt werden. Man sieht auf den Kameras, da ist allerdings tatsächlich nichts. Es ist einfach nur Nebel. Und auch im Nebel werden die Laserstrahlen des LiDARs reflektiert. Das heißt, hier haben wir noch einige Herausforderungen, die gelöst werden müssen, bevor das alles so gut funktioniert, wie wir uns das erhoffen. Jetzt gehen wir vom LiDAR weg, mehr zur Kamera. Also wie können wir uns aus der Kamera diese Constraints, diese Beziehungen zur Umgebung extrahieren und damit unsere Pose bestimmen. Nachteil, wir haben es vorher gesehen, wir haben jetzt keine direkte Tiefeninformation mehr. Das heißt, es wird natürlich schwieriger, wenn ich jetzt auf einem 2D-Kamerabild einen gewissen Punkt, ein gewisses Feature erkenne, dann wird es natürlich schwieriger zu sagen, wie weit ist es denn weg von mir. Und auch wenn ich es im nächsten Zeitschritt wieder erkenne, muss ich da gewisse Annahmen eben treffen, da ich nicht direkt sagen kann, wie weit ist es weg von mir. Das heißt, die Skalierung der Karte ist extrem schwierig. Ist ja klar, wenn ich die gesamte Umgebung einfach auf die Hälfte runterschrumpfen würde, würde meine Kamera letztendlich trotzdem das Gleiche wahrnehmen. Wie soll die Kamera die Unterschiede erkennen? Lösungsansätze hierfür sind eben entweder, indem ich eine IMU integriere. Dadurch bekomme ich dann diese Metrik mit rein, eben durch die Meter pro Sekunde Quadrat, die mir meine IMU ausgibt. Oder ich verwende Stereokameras, wo ich eben direkt Tiefen schätzen kann. Was es außerdem gibt, ist eine Tiefenschätzung über neuronale Netze. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ist eine Möglichkeit, Tiefenschätzungen zu bekommen auf 2D-Kamerabildern auch. Ist allerdings, wie gesagt, nur eine Schätzung und funktioniert nicht in jeder Situation optimal. Grundsätzlich, Kamera-Frontends kann ich in zwei Teile unterteilen, direkt und indirekt. Was ist so der Hauptunterschied? Na, beim Direkten versuche ich, zwei Bilder auf photometrischer Ebene zu vergleichen und den photometrischen Fehler zu minimieren. Beim indirekten SLAM versuche ich, Features, sprich relevante Punkte auf meinen Kamerabildern zu extrahieren und diese zu matchen von Zeitschritt zu Zeitschritt, sprich ich minimiere keinen photometrischen, sondern einen geometrischen Fehler. Das ist so der Grundunterschied. Wie extrahiere ich mir diese Features? State of the art ist eben mit klassischer Computer Vision.
SIF, SURF, Brief, ORB sind so die gebräuchlichsten Namen. Dafür gibt es schon Implementierungen mit der OpenCV Library beispielsweise. Wie sieht das Ganze aus? Naja, es erkennt mir eben mit einem Algorithmus gewisse Punkte. Es können jetzt Ecken sein, zum Beispiel wenn jetzt ein Kontrast innerhalb von wenigen Pixeln sehr stark springt, kann sowas beispielsweise erkannt werden. Und dann versuche ich eben, diese zu matchen. Es gibt inzwischen auch neuere Ansätze, die versuchen, das Ganze einfach über Machine Learning abzubilden. Sprich, ich erkenne gar keine einzelnen Features mehr, sondern ich nehme diese Informationen nur zum Lernen von neuronalen Netzen und versuche dann, wie hier in dem Beispiel Superglue, versuche ich die Bilder direkt über neuronale Netze zu matchen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was wir hier sehen, sind letztendlich zwei Kameraaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven. Was ist dazwischen passiert? Eine gewisse Bewegung der Kamera, des Ego-Fahrzeugs. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich bestimmen möchten. Wenn wir diese Änderung kennen, kennen wir auch die Änderung der Pose. Hier ist letztendlich einfach nochmal das Funktionsprinzip des indirekten SLAM, des indirekten Visual SLAM, basierend auf Kameradaten veranschaulicht. Das heißt, es werden einzelne Punkte erkannt. Es ist für einen menschlichen Betrachter jetzt gar nicht so klar zu sehen, okay, was unterscheidet jetzt den einen Punkt vielleicht vom anderen. Das kommt letztendlich einfach darauf an, welchen Feature Extractor ich verwende. Und die werden eben im nächsten Bild wiedererkannt. Sprich, ich habe räumliche Abhängigkeiten zueinander. Ich kann damit, wenn ich über eine längere Zeit fahre, nicht nur zwei Bilder, sondern eine gewisse Anzahl an Frames. Ich matche die immer wieder und dadurch kann ich eben den gesamtgeometrischen Fehler minimieren und schätzen, wie ich mich im Raum bewegt habe. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir es uns jetzt nochmal vereinfacht darstellen? Wir haben unten unsere Umgebung, symbolisiert durch diese grünen Punkte. Die grünen Punkte sind jetzt einfach Features, die von der Kamera wahrgenommen werden in den einzelnen Bildern. Und jetzt sehe ich eben, dass die einzelnen Features beispielsweise auf verschiedenen Kameraframes immer wieder wahrgenommen werden. Wenn sie das werden, dann werden sie in die Karte eingetragen. Ich habe jetzt hier grün meine Umgebung und rot ist dann die Karte, die eben diese Umgebung widerspiegelt. Wie sehen diese Features jetzt aus? Naja, es kommt darauf an, wie ich die extrahiere, beispielsweise Orb-Features. Dann sind es nur Features. Wenn ich die immer wieder erkenne, matche, in die Karte eintrage, dann werden aus diesen Features eben Landmarks, die ich zur Relokalisierung verwenden kann. Sprich, irgendwann habe ich dann, natürlich im Optimalfall, meine gesamte Umgebung durch eine Karte abgebildet. Was jetzt häufig noch gemacht wird, um mir die Karte abzuspeichern, ist, ich speichere mir zusätzlich zu meiner Karte, die eine Feature Map ist, wenn wir nochmal kurz an letzte Woche zurückdenken, speichere ich mir noch einzelne Keyframes mit Zusatzinformationen, die es mir eben später erleichtern, mich zu relokalisieren und die Features wiederzuerkennen. Ich habe das Ganze jetzt hier mal für unser Indie-Projekt auch auf realen Indie-Daten probiert. Man muss jetzt sagen, das ist natürlich der Extremfall. Der Fahrer fährt hier mit circa 350 km/h, sprich der Abstand zwischen den einzelnen Frames ist natürlich sehr, sehr groß. Außerdem gibt's einfach extrem wenig Features in der Umgebung, die erkannt und gematcht werden können. Am Anfang funktioniert's relativ gut. Irgendwann driftet's komplett weg. Wir werden uns nachher direkt in der Übung nochmal ein Beispiel anschauen, das jetzt vielleicht realistischer ist fürs urbane autonome Fahren, sprich eine Stadtszene. Was sind jetzt so Vor- und Nachteile dieser indirekten Methode? Vorteil ist, wir haben es hier gesehen, es funktioniert halbwegs gut, obwohl die Geschwindigkeit extrem hoch ist. Das heißt, auch mit größeren Unterschieden zwischen den einzelnen Frames kommt der indirekte SLAM noch vergleichsweise gut klar. Außerdem ist er ein bisschen weniger abhängig vom Umgebungslicht im Vergleich zur direkten Methode. Und ich schätze einfach meine Position aus geometrischen Informationen, nicht aus fotometrischen,
was es mir als Entwickler vielleicht auch ein bisschen einfacher macht, da jetzt zusätzliche Informationen zu integrieren, wie zusätzliche Sensoren, IMU, TNSS. Nachteile? Naja, ich kann in die Karte nur eintragen, was ich auch als Features erkenne. Heißt, wenn es jetzt in der Umgebung wenig Features gibt, dann habe ich auch eine Map mit sehr, sehr wenigen Features drin. Sprich, für die Relokalisierung macht es das Ganze nicht leicht und auch für die Güte der Lokalisierung habe ich da eben gewisse Nachteile, wenn ich weniger Features erkenne. Der nächste Punkt geht letztendlich damit Hand in Hand. Wenn ich wenig Features habe, kann ich wenig erkennen, macht es einfach schwierig. Und um diese Features überhaupt erkennen zu können, gerade auch in größeren Distanzen, brauche ich natürlich relativ hohe Kameraauflösungen, da sonst einzelne Features einfach in den Pixeln verschwinden. Was gibt es jetzt noch für eine andere Möglichkeit, da ranzugehen an diese Sache? Der sogenannte Direct Visual Slam, führend hierbei vor allem hier von der TUM, Professor Kremers, die da sehr viel in die Richtung machen. Dabei versuche ich eben mit dem gewissen Wissen, das ich über die Kamera habe, das fotometrische Modell der Kamera, die einzelnen Frames direkt zu vergleichen und die Unterschiede zu sehen. Das heißt, ich gehe nicht diesen Umweg, in Anführungszeichen, über geometrische Zusammenhänge, sondern ich versuche direkt den fotometrischen Error, den fotometrischen Fehler zwischen zwei Frames zu minimieren. Schauen wir uns einfach mal an. Das ist eben genau der Slam von Professor Kremers, wie das aussieht. Was man hier jetzt sieht, ist schon der erste Vorteil. Die Karte ist eben deutlich, deutlich dichter. Das heißt, ich habe nicht mehr nur noch einzelne Features, die integriert werden, sondern ich habe eine viel dichtere Kamera, die auch nicht so abhängig ist, wie jetzt meine Umgebung aussieht. Damit funktioniert es, weil ich eben nicht abhängig bin von den einzelnen Features, kann ich den Algorithmus auch gut anwenden, wenn ich jetzt Kameras mit einer geringeren Auflösung habe. Ebenso bin ich weniger abhängig von der Verzerrung, eben weil ich nicht den Umweg über die geometrischen Zusammenhänge gehe. Und was ich noch mache, wenn ich jetzt Features extrahiere, naja, dann nehme ich von einem Kamerabild nur einen geringen Anteil der Information. Den Großteil schmeiße ich ja einfach raus. Ich sage, ich nehme nur die Information der einzelnen Features, alles andere klammere ich erstmal aus. Der direkte Slam versucht hier eben direkt auf fotometrischer Ebene an das Problem ranzugehen. Das heißt, da wird deutlich mehr von den Daten inkludiert. Damit hängt er aber natürlich auch extrem von der Beleuchtung ab. Weil schwierig ist zu unterscheiden, okay, was kommt jetzt aus einer Verschiebung der Position, was kommt vielleicht aus unterschiedlichen Belichtungseinflüssen. Dagegen ist der indirekte Slam noch mal ein bisschen robuster. Außerdem brauche ich sehr, sehr viel Wissen über meine Kamera, wie das aussieht, damit ich überhaupt diese fotometrischen Modelle aufstellen kann, deren Fehler ich dann minimiere. Und wie vorher erwähnt, ist je größer der Abstand, der räumliche Abstand zwischen den Aufnahmestandorten der einzelnen Frames ist, umso schwieriger wird dieses Matching. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, je höher frequent ich die Aufnahmen, die einzelnen Frames der Kamera aufnehme, umso besser funktioniert das. Da ist der indirekte Slam wieder, vor allem dann für höhere Geschwindigkeiten, ein bisschen robuster. Auch hier klingt es jetzt erstmal alles relativ gut. Ich habe hier nochmal ein Beispiel, an dem man sieht, dass das vielleicht doch keine bereits gelösten Probleme sind. Es gibt Lösungsansätze, es gibt allerdings genauso auch noch offene Herausforderungen, die wir noch lösen müssen. Man sieht hier einfach die Sonne, die teilweise hinter Bäumen verschwindet, teilweise wieder auftaucht und das Kamerasystem kann damit die Umgebung teilweise nicht mehr genau erkennen. Man sieht ja ganz am Anfang, ich glaube, jeder kennt die Situation, wenn man aus dem Tunnel rausfährt und die Sonne blendet, dann ist teilweise auch für uns Menschen noch schwierig jetzt zu sagen, wo genau befinde ich mich jetzt, wo genau ist meine Fahrspur. Das ist natürlich für Kameras ganz ähnlich. Ich habe jetzt hier noch in zwei Tabellen zusammengestellt, was gibt's dafür so für Lösungen,
wo kann man sich die holen, sind die Open Source verfügbar, gibt tatsächlich sehr, sehr viel. Möchte ich jetzt hier nicht im Detail alle vorstellen. Die Listen einmal für LeaderSlam, einmal für VisualSlam findet ihr in den Unterlagen. Könnt ihr euch bei Gelegenheit mal anschauen. Meistens gibt es auch noch Veröffentlichungen in Form von Papern dazu, die eben die Funktionsprinzipien nochmal vorstellen. Soweit wären wir dann inhaltlich durch. Wenn es konkret noch Fragen gibt, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Keine Fragen? Passt, dann würde ich einfach kurz nochmal zusammenfassen. Was haben wir uns heute angeschaut? Basierend auf den Informationen von letzter Woche, wie ich mit Sensordaten umgehe, haben wir uns heute angeschaut, wie kann ich meine Umgebung mit einbinden. Warum brauche ich das überhaupt? Das ist erstmal das SLAM-Problem. SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Das heißt, irgendwie muss ich in einem Schritt meine aktuelle Pose bestimmen und gleichzeitig eine Karte der Umgebung erstellen. Wie kann ich das lösen? Dafür brauche ich ein Frontend, ein Backend. Wir haben uns erstmal angeschaut, grundsätzlich der SLAM, wie funktioniert der? Heißt eher Richtung Backend. Da gibt es den EKF, Extended Kalman Filter, der eben durch Gaußkurven die Unsicherheiten annähert. Es gibt einen Partikelfilter, der über eine gewisse Anzahl an Partikel versucht, diese Unsicherheiten abzubilden. Und es gibt einen graphbasierten Ansatz, der eben einen Graphen aus den einzelnen Zusammenhängen zwischen Odometrie, Umgebung und so weiter, einen Graphen erstellt und versucht, den Gesamtfehler dieses Graphen zu minimieren. Dafür nutzen wir eben das Frontend, in dem der Graph erstellt wird, und ein Backend, in dem der Graph optimiert wird, woraus wir dann letztendlich unseren geschätzten Pfad und die Umgebungskarte bekommen. Wie können die Frontends aussehen? Wir haben uns jetzt hier mal auf LiDAR und Kamera spezialisiert. Beim LiDAR vor allem wichtig, Scan-Matching kann jetzt direkt auf Point Clouds basieren oder eben auf Landmarks, die ich aus der Umgebung extrahiere. Bei den Kameras gibt es die indirekte Methode, die eben versucht, Features, markante Punkte auf den einzelnen Kamerabildern zu extrahieren und über geometrische Zusammenhänge damit die Position zu schätzen. Oder es gibt den direkten SLAM, der eben versucht, direkt auf den Bilddaten einen photometrischen Error zu minimieren. Damit wäre ich durch soweit. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir uns in der Übung mal an, wie diese Algorithmen denn in der Realität aussehen.